Da habe ich doch ganz geschickt den Übergang zwischen den Folgen genutzt, um mir mal die Map aufzumachen. Und besser ist es, glaube ich. Aber ich habe zumindest noch nichts verpasst. Wir auch. Wir haben ja offensichtlich alles mitgenommen. Aber wir kommen gleich zum ersten General. Gott, die Dinger haben Raketenantrieb. Warum habe ich das vorher nicht gewusst? Ich will auch Raketenantrieb. Schaffe ich es noch? Ja, ich könnte noch einkaufen gehen. Kann ich noch eine Dose Bohnen holen? Warum ist denn eigentlich Mr. Candice schon wieder tot? Mr. Candice? Warum zur Hölle nenne ich ihn Mr. Candice? Der Durchschlagswiderstand fehlt mir da ein bisschen, sonst würde ich da in der Tat einfach das Artefakt reinpacken. Wäre in der Tat einfach mal mehr Leben damit haben und ja gut, weniger Gesamtrüstung dadurch, dass das Artefakt fehlt, klar. Schade eigentlich. Na, mal gucken, kommt vielleicht hier noch was. Gott, hier setzt epische Musik ein, das heißt, wir sind nah am ersten General. Hier so viel Gefiechzeug rumstehen. Ich habe keine Ahnung, wie stark der ist. Aber er glitzert bunt. Das finde ich nicht gut. Deswegen würde ich einfach ganz gerne die Viecher drumherum ein bisschen weglurren und sie einfach schon mal vorerledigen. Okay, mit dem einen da kann ich leben. Bevor wir ihn gleich richtig angreifen. Oh, das Ding wollte ich nicht einsammeln. Okay, da kann ein bisschen was. Setzen wir da erstmal einen Phantom Strike drauf und stunnen ihn kurz. Dann beschwören wir mal unsere drei an und planten nochmal eine Standarte. Und nehmen den Heiltrank. Ich muss da raus. Was für ein schönes Geräusch ich auch beim Sterben gemacht habe. Ah, traumhaft. Nun ja, das lief ja nicht so prickelnd. Das macht doch Mut, dass wir bei Hades richtig gute Chancen haben. Hey. Wenigstens hat er sich nicht geheilt. Natürlich auch Hit and Run machen. Habe ich auch keine Schmerzen mit. Na, wer stirbt zuerst? Oh, im Zweifelsfall ich. Natürlich lässt er einen Rare-Bogen fallen, aber das ist in Ordnung. Schließlich war es auch ein Bogenschütze. Gott, ich kann gleich neue Heiltränke kaufen gehen. Kann auch nicht so viel.
Tja. Gucken wir mal. Na, ich mach den kleinen Teil hier eben nochmal fertig. Und bevor wir dann in den nächsten Raum, nenne ich es einfach mal, gehen, gehe ich auf jeden Fall mal Heiltränke kaufen. Auch ein paar mehr, glaube ich. Die ich dann idealerweise nicht nochmal los muss. Warum machen die Viecher eigentlich Geräusche wie Möwen? Das fällt mir gerade so das erste Mal auf. Wie gut, dass ich auch nach Elysion dafür zurücklatschen muss, weil es so auf den letzten 5 Kilometern des Spiels einfach keinen Händler mehr gab. Was darf es sein? Hast du Rüstung, die ich brauchen kann? Die traurige, traurige Antwort ist nein, hast du nicht. Scheiß drauf, gib mir einfach Tränke. Ich wünschte, ich könnte größere Stapel auf einmal kaufen, anstatt so eine Klickorgie abzufeiern. Und so, 100 Stück sollten eigentlich erstmal Mut reichen. Hält. Die 5 Schulen erfüllen die Welt wie die 5 Sinne. Alter, 10% Gesamtgeschwindigkeit ist natürlich nice, aber kann sonst leider nichts. Magier-Item. Boah, Elementarschaden ist scheiße. Elementarwiderstand hätte ich sehr gefeiert. Dann hätte ich da vielleicht sogar drüber nachgedacht, aber nee. Nee, nee. Nein, leider alles kurz. Was kannst du so? Okay. Überzeugt mich jetzt nicht so. Nicht für den Preis. Schadensabsorption. 90 Sekunden Dauer. Das ist schön. Das möchte ich haben. Ich pumpe mich dann gegen Hades einfach total voll. So wird's aussehen. Ich bin hier, um dir zu dienen. Natürlich. Hab ich noch irgendwas? Ach so. Ich kann nochmal zusätzlichen Kram hier loswerden. In Parthia ist einst mein Ochse gestorben. Musste den Wagen selber ziehen. Mir scheißegal. Quatsch mich nicht voll. Komme jederzeit wieder. Relikte der Lebenden? Lass sie mich sehen. So, kurz noch ein wahrer Held! Du bist hier sehr willkommen, Freund. Viel Glück, Freund. Ja, das werde ich, glaube ich, auch brauchen. Na gut, bis wir zu Hades kommen, dauert eh noch ein paar Meter. Es wird diese Folge definitiv nichts mehr, das kann ich euch schon mal sagen. Dafür ist der Palast einfach zu groß. Gefängnis der Seelen. Oh Gott, nicht die Spinnen. Warum denn? Oh, ich dachte gerade, das wäre ein Brunnen. Die Türen kriegt man später übrigens auch auf. Ich habe allerdings bis heute nicht rausgefunden, was das bringt. Also ob es überhaupt irgendwas bringt.
Ah, da sind Truhen drin, okay. Ja, also man kommt dann halt so an die Truhen ran. Toll. Dazu muss ich aber erstmal einen speziellen Gegner umhauen. Was machen wir? Wir machen erstmal den zweiten General. Hier. Okay, die Spinnen sind gar nicht mehr so bitter, wie sie zuletzt waren. Wobei das natürlich auch hauptsächlich die miese Oberspinne war, die mich da total weggeraucht hat, aber so ein bisschen Respekt habe ich immer noch vor den Dingern. Stube. Wenn es bessere magische Eigenschaften hätte und irgendwie mehr Schaden machen würde, wäre das ganz nice. Der Angriffsschaden in Leben gewandelt ist natürlich ganz geil und Lebensentzug ist auch ganz nett, aber da fehlt leider alles andere drauf, wie Angriffsgeschwindigkeit und sonstiger Spaß. Gott, das ist auch ein Bogenschütze, warum denn? Ja, aber der macht Feuer, ja, das kann er machen. Das juckt mich nicht so richtig. Okay, der war mal deutlich einfacher. Hat aber natürlich auch keinen Rare-Bogen gehabt. Und eben keinen, keine Ahnung was, Geistschaden oder so gemacht. Ach, ich habe sogar noch Punkte, sehe ich gerade. Das war bestimmt hier, der andere hat bestimmt so Lebenskraftschaden gemacht. Das war das, der blaue Angriff, diese blaue Aura auch. Und das haut bei null Widerstand dann natürlich extrem rein. Ich möchte mehr Hitpoints, danke. So, dann gehen wir jetzt hier zurück. Eigentlich könnten wir auch das obere Teil nehmen, aber es ist auch wurscht. Auf die linke Seite müssen wir nicht rüber, da ist nichts. Also wir können, ich mache den Palast jetzt einfach komplett, weil es geht. So groß ist der Teil da jetzt auch nicht, da werden wahrscheinlich so 5 bis 10 Gegner rumstehen. Ich mit 10 Stück, glaube ich, ganz gut. So, dann gehen wir hier runter. Dann gehen wir auch gleich wieder links. Dann kommen wir nämlich schon zum dritten General. Dem letzten der drei. Die Dinger lassen wir da mal schön drin. Großmeister-Bogenschütze. Holy shit. Ist auch ganz großmeisterlich umgefallen, der gute Herr. Oh, Heiltränke. Großhelm der Begabung. Was macht das denn so? Verteidigungsqualität. Hm. Holt mich jetzt nicht aus den Latschen. So.
noch mal kurz erkunden hier. Einfach, ne? So. Das ist der Teil. Wir nehmen übrigens... Oh, wir nehmen nicht den Ausgang. Wir den nämlich nehmen, latschen wir nämlich eiskalt am dritten General vorbei. Beinpanzer der Giganten. Bitte, bitte kann irgendwas. Kann ich mir da irgendwas mit Durchschlagswiderstand reinsockeln? Sechs Prozent ist natürlich nicht viel im Vergleich zu 13. Geschick bringt mir auch nicht so viel. Außenpanzer macht auch Durchschlagswiderstand, ganz toll. Nee, da verliere ich auch 15% Bewegung mit. Wobei es natürlich einfach schon mal plus 50% Rüstung ist, so ungefähr. Also, rein von den Beinschienen, natürlich nicht insgesamt. Sogar mit Publikum hier. Und der macht wahrscheinlich Giftschaden, so grün wie der leuchtet. Finde ich das gut? Geht so. Nee. Ich möchte mal schön bitte im Gebiet meiner Standarte bleiben, danke. Hier, schieß doch auf die. Sind wir denn los? Ach nee, sind wir noch gar nicht. Hallo? Ah, ich will nicht gestunt sein. Lass mich hier gehen. So, es geht doch. Ah, geil. 5% Gesamtschaden. Das ist natürlich echt ganz nice. Das hatte ich völlig vergessen. Darum war die Quest auch so wichtig. Gesamtschaden ist schon mal nice. Kriegt man übrigens auf jedem Schwierigkeitsgrad nochmal. Sprich, über die Quest kann man sich dann insgesamt 15% zusätzlichen Schaden holen. Was insgesamt einfach sehr, sehr großartig ist. Ich warte nur, dass der Phantom Strike fertig aufgeladen ist. Hm, okay. Nicht ganz so effektiv wie gedacht, aber zumindest halbwegs. Okay, wie funktioniert denn das? Achso, hier kann ich rüber. Und das rechts mit dem Ausrufezeichen ist, meine ich, der Typ mit dem Schlüssel. Oh, ah, ja, den hatte ich völlig vergessen. Der macht gar nicht wenig Schaden. Okay, das ging aber. Dank der Standarte. Was hat er so für einen Helm? Natürlich was mit Energie.
Rüstung und Stärke. Also gewinnen auf jeden Fall schon mal gegen die. Aber die Bewegungsgeschwindigkeit ist mi. Gott, warum schleppe ich das eigentlich noch mit mir rum? So, wo kommen wir hier hin? Ah, hier geht's noch zu einem Kristall. Das ist dann der dritte. Und dann sind wir auch fast schon bei Hades. Kommen nur noch so 58 Gegner. Aber die kriegen wir auch noch weg.